Aber das Glitzer ist lebensgefährlich. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute hier, es ist Samstag. Hallo, heute haben wir wieder ein weiteres Video aus meiner Full Face Only 2021 Update Reihe. Und zwar mit Make-up Revolution. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten einige neue Produkte von Revolution getestet. Viele kennt ihr schon, einige kennt ihr mit Sicherheit aber auch noch nicht. Und wir werden heute ein komplettes Full-Face-Make-up mit Make-up Revolution schminken. Ich bin sehr gespannt, weil wenn ihr mich schon kennt, dann wisst ihr, dass ich, so ein ganz bestimmtes Problem mit Make-up Revolution habe. Das werde ich euch im Laufe des Videos erzählen. Ich würde vorschlagen, wir starten aber direkt. Ihr seht, ich bin, noch so ein bisschen aufgedunsen. Es ist halt auch erst 7, ne? Auf dem Samstag. Aber ich dachte mir, ich drehe einfach heute schon das Video, weil nächste Woche ein bisschen spannend wird für Danny und mich. Wir fahren nämlich weg und da... Ihr seht alles bei Instagram. Heute geht es aber um Make-up Revolution und ich bin super gespannt, was ihr von Make-up Revolution haltet. Ihr wisst ja, dass ich so ein bisschen zwiegespalten bin, weil mich persönlich die Menge an Produkt, die sie auf den Markt spülen, einfach exorbitant groß ist. Es ist einfach sehr, sehr viel. Und vor allen Dingen nicht nur Produkte, sondern auch Untermarken. Wir haben mittlerweile Make-up Revolution, wir haben Revolution Skincare, wir haben Beauty Obsession, wir haben XX Revolution, wir haben Revolution Pro und wir haben mittlerweile auch, glaube ich, Relove von Revolution. Und mit Sicherheit habe ich auch noch irgendwas anderes vergessen. Alles ist ja Drogeriesegment, aber da gibt es noch so einen kleinen Unterschied. Also das günstigste ist die neueste Marke, das ist Relove von Make-up Revolution und ich glaube, das teuerste ist XX Revolution oder Revolution Pro. Ich persönlich blicke da auch nicht mehr ganz so durch. Deswegen habe ich mich entschieden, dass ich einfach alle Produkte zu Make-up Revolution dazu zähle. Und wir starten auch mit Primer. Ich habe nämlich zwei verschiedene. Einmal hier den Revolution Pro 24 Karat Gold Primer. Der hat angeblich 24 Karat echtes Gold mit drin in so kleinen, ihr könnt es glaube ich sehen, in so kleinen Flöckchen. Und ich mag den eigentlich ganz gern. Der ist sehr, sehr feuchtigkeitsspendend. So ein bisschen dickflüssiger, ähnlich von der Konsistenz her wie Hyaluronsäure. Und den gebe ich mir erstmal so ein bisschen als Feuchtigkeitspflege in mein Gesicht. Ist nicht parfümiert und zieht immer recht schnell ein. Das Schöne bei diesem Primer ist, der ist so ein bisschen, der fühlt sich sehr weich auf der Haut an. Also das ist nicht wie Hyaluronsäure, die klebrig wird, sondern eher wie so ein zarter Silikonprimer. Ich mag den sehr gerne. Ich will euch aber noch einen anderen zeigen, den ich sehr, sehr gerne auch im Alltag benutze. Den habe ich auch schon eine Weile. Das ist der Onyx Primer. Das ist ein weichzeichnender und mattierender Black Gel Primer. Und der ist Tatsache schwarz. Also wirklich schwarz. Und das finde ich macht super viel Spaß, wenn man nicht zu viel davon benutzt. Den gebe ich mir hier vor allen Dingen im T-Zonenbereich auf. Und wenn man ihn verblendet, dann sieht man erst so ein bisschen schmutzig aus, aber der verschwindet. Also es gab mal ein Parfum von Lady Gaga, die hatte auch so ein schwarzes Parfum. Und wenn man sich das aufgesprüht hat, dann war es auf einmal durchsichtig. Außer wenn man es zu nah auf ein weißes T-Shirt gesprüht hat. Been there, done that. Okay, Haut ist einmal gut eingearbeitet. Wir machen weiter mit der Foundation. Und ich würde mir wünschen, dass ihr mir jetzt sagen könnt, welche ich benutzen soll. Ich habe beide schon gezeigt. Das ist einmal die Conceal and Glow Foundation. Die ist sehr, sehr schön. Von dieser Art von Foundation gab es schon einige von Revolution. Eine meiner absoluten Lieblingsfoundations ist aber die XX Revolution. Entweder mit dem schwarzen Kopf oder es gab sie auch noch mit einem pinken Kopf. Da ich aber im Moment so ein bisschen eine Selbstbräuner-Queen bin, habe ich die Befürchtung, dass nur diese Foundation passt. Die ist sehr hochwertig verpackt. Also normalerweise ist Revolution immer so ein bisschen Plastik. Die ist Tatsache in Glas und auch der Deckel fühlt sich hochwertig an. Und das ganze Konzept von XX Revolution gefällt mir sehr gut. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind sie aber so offensichtlich eine Dupe-Brand, dass es schon fast unangenehm ist. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Ich nehme mir einen Foundation Brush und arbeite mir nur ein bisschen was ein. Die Foundation ist extrem deckend. Schaut euch das bitte an. Color Match Who. Das ist übrigens die Farbe FX10. Schaut euch mal bitte an. Ich habe einen Pumpstoß verwendet, habe immer noch was auf meiner Hand. Bin einfach, habe dieselbe Farbe
wie mein Hintergrund. Das ist verrückt. Also ich liebe, liebe, liebe die Foundation. Die hält extrem gut. Das ist vom Finish her ähnlich wie die Giorgio Armani Luminous Silk Foundation, aber nicht ganz so trocken und so pudrig. Also ich mag die ja eigentlich gar nicht von Giorgio Armani, weil sie mir zu pudrig auf der Haut ist. Die hat dieselbe Deckkraft, hält genauso lange und sieht sehr natürlich aus. Also ich hole euch natürlich gleich wieder ein Stückchen heran, damit ihr euch das Ergebnis auch einmal vom Namen ansehen könnt. Selbst mit einem Pinsel ist das Finish so natürlich und so ebenmäßig, dass ich im Prinzip gar nicht mehr mit einem Schwamm hier rüber gehen müsste. Mache ich natürlich gleich trotzdem. Aber diese Foundation, ich habe die schon so lange nicht mehr benutzt, ne? Das ist verrückt. Und ich frage mich, warum? Ich habe euch noch mal ein kleines Stückchen näher geholt, dass ihr euch das Ergebnis einmal anschauen könnt. Also, sie ist sehr, sehr deckend. Ich habe schon fast zu viel Foundation benutzt. Und wenn dieser Mann hier sagt, er hat zu viel Foundation benutzt, Boys and Girls, believe me. Das ist extrem viel Make-up, beziehungsweise eine extrem hohe Deckkraft. Aber das Finish ist so wunderschön. Also ich habe nicht das Bedürfnis, jetzt Puder zu benutzen. Werden wir tatsächlich auch im kompletten Gesicht nicht wirklich tun. Ich werde mir jetzt ein bisschen Concealer aufgeben, denn ich sammle ja gerade Make-up, aufgebrauchtes Make-up. Und da habe ich hier diesen hier von XX Revolution. Der ist tatsächlich schon, oder? Na komm, ein bisschen geht da noch. Ha! XX Revolution in der Farbe CX9. Ich verlinke euch die Produkte, wenn ich sie finde, einmal unten. Der ist ganz leicht rosafarben und gleicht so ein bisschen meine Augenschatten aus. Extrem hohe Deckkraft, wunderschönes Finish. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen, ihn nachzukaufen, weil ich finde es ganz, ganz furchtbar, so alte, aufgebrauchte Verpackungen aufzuheben. Aber ihr habt es euch gewünscht, mal so ein Aufgebraucht-Video zu machen. Und wahrscheinlich werde ich noch ein halbes Jahr dafür sammeln müssen. Aber ich habe wirklich schon einige Produkte hier drin. Und der ist halt jetzt auch wirklich so gut wie aufgebraucht. Deswegen zähle ich ihn da jetzt einfach mit dazu. Und dann vergesse ich immer, Alexa, erinnere mich in einer Stunde an den Concealer. Schaut euch bitte diese frische, glatte, extrem deckende Base an. Ich habe euch wieder ein kleines Stückchen rausgezoomt, denn heute vergessen wir nicht ein Creme-Produkt auf unserem Gesicht zu verwenden. Und das ist neu. Das habe ich vor ein paar Tagen erst zugeschickt bekommen. Das ist der Liquid Blush Super Dewy. Ich glaube, das ist so eine komplett neue Reihe, die eher so ein bisschen mehr natürlich sein soll. Can't relate. Das ist aus der normalen Revolution-Reihe. Und da merkt man halt schon wieder, dass es sich so ein bisschen günstig anfühlt. Ganz ehrlich, bei 2 Euro oder 3 Euro, was kostet das? Ist das okay. Kommt in so einer Pipette. Ich weiß nicht, wie viel ich davon brauche. Das ist wahrscheinlich viel zu viel. Oh ja. Riecht der? Oder bilde ich mir das nur ein? Ich weiß es nicht. Ich nehme jetzt mal hier so einen kleinen Pinsel von Letizia. Gehe hier rein, lade den Pinsel auf und das ist definitiv zu viel. Deswegen klopfe ich nochmal so ein bisschen ab und setze mir das einfach hier hin. Das ist ähnlich wie die Cheek Heat Blushes von Maybelline, die ich euch ja auch immer wieder zeige, weil ich sie so toll finde, diese hier. Die sind aber eher so ein bisschen mehr gelig. Das ist eher wie so ein Creme-Produkt, ist auch ein bisschen dickflüssiger, aber eine sehr, sehr schöne Farbe. Das ist übrigens die Farbe Flushing For You. Ich habe den auch noch in einem sehr, sehr Hot Pink und in einem Mauve oder so. Ich habe mich jetzt aber für die Farbe entschieden, weil ich fand, ganz süß aus. Bisschen auf die Nase und überall hier ins Gesicht. Und sehe doch dann gleich beliebter aus. Also gefällt mir sehr gut. Ich habe viel, viel zu viel hier auf meiner Hand noch. Ich kann den auch immer noch aufbauen. Und der ist sehr, sehr weichzeichnend. Also so super dewy finde ich ihn jetzt persönlich nicht. Auch auf der Hand ist ja schon recht matt, ne? Der hat keinen Glitzer, der hat nicht so eine Geligkeit mit drin, so wie der Maybelline Blush. Der ist sehr, sehr dewy. Also der sieht wirklich aus wie flüssig auf der Haut. Der hat sich jetzt gut in der Foundation mit eingearbeitet. Gefällt mir gut. Würde ich jetzt aber nicht als dewy bezeichnen. Gehe jetzt einmal ganz leicht mit ein bisschen Puder nur unter meine Augen und hier hin, dass ich das... Okay, ganz leicht. Und er macht einfach hier komplett Eskalation. Das ist da nicht so creased, weil das passiert oft bei den Concealern von Revolution bei mir, dass sie recht schnell creasen, wenn man sie nicht mit Puder settet. Aber wir setten eigentlich immer mit Puder, oder? Und mit dem Rest am Pinsel gehe ich hier einfach nur ganz, ganz grob rüber, dass alle anderen Produkte, die ich jetzt
gleich benutze, nicht so fleckig werden. Okay, ich habe noch zwei weitere Produkte. Einmal hier von Relove, das ist aus der neuen Reihe, die Konturpalette. Davon benutzen wir auch nur den Konturton, denn ich habe noch eine von XX Revolution, die ich sehr, sehr gerne mag. Und das ist das, was ich meine, ne? Das ist 1 zu 1 Hourglass. 1 zu 1. Das hier ist extrem warm und extrem pigmentiert. Deswegen nehme ich jetzt hier so einen fluffigen Pinsel, gehe ganz leicht hier in den Ton und setze mir das nur hier so ein bisschen hin, um ein bisschen Kontur zu kriegen. Also ich würde das eher als Bronzer sehen, anstatt als Kontur. Aber nun gut. Wir können jetzt mal spaßenshalber, kommt, wir sind mutig heute, in diesen Ton hier reingehen. Der Pinsel ist komplett voll. Schaut mal, wie pigmentiert der ist. Ich gehe nur ganz leicht hier rüber und habe sofort Farbe im Gesicht. Huhuhu. Aber ist gar nicht schlecht, ne? Also die Base gefällt mir so gerade sehr, 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 sehr gut. Ich gehe jetzt hier nochmal so ein bisschen lang. Und über meine Nase, es gibt im Moment so einen neuen Trend, vielleicht mache ich dazu mal ein Reel, wenn ihr wollt. Da wird die komplette Nase mit Cream Bronzer braun gemacht und dann mit Concealer wird der dünne Strich, also das Highlight auf der Nase gemacht. Und das soll die neue moderne Contouring-Methode sein. Was für ein Quatsch! Wie viel Produkt möchtest du verschwenden? Ja. Wir nehmen jetzt aber hier nochmal so ein bisschen die Palette und gehen einfach in diesen Highlighter mit rein. Der hat nämlich so ein bisschen Schimmer drin. Und die ist so krass pigmentiert, diese Palette. Ich habe es völlig vergessen. Aber sehr schön. Auch der Highlighter zeige ich euch auch noch. Gehen wir hier rein. Der ist so ein bisschen gröber, glaube ich, gewesen. Ich liebe die Base heute. Also ich muss sagen, Revolution hat sich schon gemacht, ne? Ich erinnere mich vor, wann kam die raus? Vor 3 Jahren oder so. Da war es halt einfach cool, dass es eine neue Marke in der Drogerie gab. Aber so richtig fantastisch waren die Sachen meines Erachtens damals nicht. Auch bei den Lidschatten ist es immer so ein bisschen tricky. Deswegen freue ich mich jetzt, dass wir jetzt, ich glaube, die sind neu, neue Lidschattenpaletten ausprobieren. Okay, ihr seid schön nah dran. Ich zeige euch ganz kurz die 4 verschiedenen Lidschattenpaletten. Die kommen in so einer Metallbox. Sehr, sehr schöne, sehr schönes Design, dieses Creme. Und dann diese neutralen Brauntöne. Gibt es aber auch noch in feuerrote Lidschatten. Mit schönen Orange- und Rottönen und Bordeaux-Tönen. Und dann 2, die ich persönlich super spannend finde. Einmal in grün. Erinnert mich so ein bisschen an die Jeffree Star Blood Money Palette in klein. Und die in lila. Ich glaube, wir benutzen heute mal so ein bisschen lila. Ich finde, das passt. Seht ihr? Wow. Seht ihr diese Reflexion hier? Das ist auch so ein bisschen roséfarbener. Vielleicht mischen wir auch so ein bisschen, weil ich weiß nicht, wie die Farbaufteilung hier drin ist. Fühlt sich schon mal sehr gut an. Ist Metall. Okay, aber ist extrem cheap. Schön. Wollen wir die benutzen einfach? Da ist halt nur ein Lila drin, ne? Okay, wir nehmen jetzt mal die hier. Ihr wollt ja, dass ich immer andere Paletten benutze und nicht immer braun und rot. Deswegen nehme ich jetzt den fluffigen Pinsel, gehe in diesen Grauton rein und setze mir den schon mal hier so ein bisschen als Transition Shade hin. Das ist eine Farbe, wo ich nicht so ganz weiß, was man damit machen soll. Geht auf jeden Fall schon mal gut drauf. Ich finde, grau sieht halt immer total leblos aus, ne? Ich mische dafür so ein bisschen rosa hier mit rein. Okay. Ew. Egal, wir machen weiter. Also, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von wirklich nur so grauen Lidschatten haltet. Es gab ja mal eine Palette, die war wirklich von schwarz bis weiß, alle Abstufungen da mit drin. Und da war das schon wieder sinnvoll für wirklich smoky eyes. Aber so ein grauer Ton hier, I don't know. Wir nehmen denselben Pinsel und gehen in diesen dunklen lila Ton und setzen uns den hier mit rein. Okay, und aha, verstehe. Schaut euch mal die Farbe hier im Fännchen an. Das ist fast schon wie so ein Königsblau-Lila. Sehr intensiv, aber auf dem Auge blendet die sich dann sehr, sehr zart aus. Also das ist dann nicht mehr so ein intensiver Lila-Ton wie im Fännchen. Schade eigentlich. Ja, weiß ich nicht. Also ich bin jetzt nicht, ehrlich gesagt, nicht so ein Fan von den Revolution Lidschattenpaletten. Außer, das habe ich schon mal gesagt, von den Influencer-Paletten. Also die Kisu-Palette war damals ja wirklich fantastisch. Auch die Tummy-Palette, die Kami-Palette, wen es nicht alles gibt. Also es haben ja wirklich schon viele Influencer-Paletten mit Revolution rausgebracht. Das weiß ich nicht, das ist halt nicht so deckend. Ich nehme hier nochmal so einen kleinen Pinsel. Oh, Color Match. Gehe hier nochmal rein und platziere den Ton wirklich punktuell. Damit kann ich ihn so ein bisschen besser aufbauen, ja. Also ich weiß nicht, was sie kosten. Wenn die unter 5 Euro kostet, wäre es okay. Mehr würde ich dafür nicht ausgeben. Dann nehme ich meinen Finger und gehe hier in diesen Schimmerton. Das ist so ein richtiger grober Glitzer.
Stopp. Ja. Das ist pures Glitzer. Oh. Das ist wie Schmirgelpapier. I, aua. Kennt ihr dieses Sandpapier? Genau so fühlt sich das an. Gar nicht schön. Ew. Okay, i. Nee, das finde ich doof. Jetzt nochmal hier so ein bisschen mit drüber. Also der Look an sich ist okay. Jetzt so im Gesamtkonzept. Aber wie kann man denn. Also das war das. Ach nee, das seht ihr erst. Kommt Freitag bitte zurück, dann erkläre ich euch, was das Problem hier mit dieser Farbe ist im Vergleich zu einer Farbe, die wirklich gut ist. Wie kann man denn eine Farbe reinbringen, die auf der Haut kratzt? Also Pailletten oder so, dieses grobe Glitzer ist ja immer so ein bisschen, das ist. Natürlich ist es grob, aber das tut oder darf nicht wehtun. Definitiv durchgefallen. Also ich glaube, ihr seht jetzt auch ganz gut, dass es total fleckig ist. Hier. Also es lässt sich halt dann auch nicht mehr so gut ausblenden. An sich, der Look ist okay, aber das Glitzer ist lebensgefährlich. Okay, schade. Hätte klappen können. Wir testen eine neue Mascara und das ist die Lift and Define 5D Lash Mascara. Länge. Geliftet. Definiert. Gestretched. Out of this world Impact. Volumen. Mega Boost für die Lashes. Ah, hier bei Lift. Lashes erreichen eine neue Höhe. Girl. It's a lot. Das sieht aus, wie ich mich fühle gerade, ne? Ich bin echt enttäuscht von den Lidschatten. Schade. Mascara sieht aber recht gut aus. Ich liebe die Vibes gerade. Dieses Cream. Das Bürstchen ist einmal das hier und einmal durch. Ja, aber. Also einen anderen Planeten haben sie jetzt nicht erreicht, ist aber schön. Also es ist halt ein bisschen trocken, die Mascara, finde ich. Ne? Nicht so cremig, aber manche mögen das. Ich persönlich mag es, wenn die Mascara so richtig schön klatschig ist, aber nicht so viel am Bürstchen ist. Deswegen mag ich persönlich die Asam, die Gucci und die Maybelline. Hier. Sky High Mascara sehr gerne. Die sind nicht trocken und die gehen sehr weich auf die Lashes rauf. Ich habe Tatsache kein Lippenprodukt von Make-Up Revolution. Doch, Sekunde. Nee, habe ich tatsächlich nicht mehr. Schade. Deswegen, ja, kommt hier. Nehmen wir mal das, was niemals rausgekommen ist. Ich werde so oft nach diesem Liquid Lipstick gefragt. Das war, ich sag's nochmal, ich habe es schon mal erklärt. Das war eigentlich eine Koop mit einer Marke, die aber nicht zustande gekommen ist, weil ich damit nicht zufrieden war. Aber wenn euch die Farbe gefällt, bringe ich sie mit meiner eigenen Marke raus irgendwann mal. Okay. Ja, Freunde, was sagt er? Also, die Base ist unglaublich schön. Ich liebe diesen Glow, dieses feuchte, kein Puder außer unter den Augen. Concealer, Foundation, Blush, Highlighter. Fantastisch. Mascara, okay. Ganz dramatisch finde ich diese Lidschattenpalette. Lässt sich nicht verblenden. Das allein, selbst sie hätte sich verblenden können wie alles andere. Sobald du einen Glitzer drin hast, der dir wehtut, ist es kein Glitzer, der in einer Lidschattenpalette drin sein sollte. Ich bin gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Schreibt mir noch unbedingt euer liebstes Make-up Revolution Produkt einmal in die Kommentare. Vielleicht mache ich dann einen Teil 2. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald wieder. Passt auf euch auf!